Du musst deinen Hocker holen. Hol deinen Hocker. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe es geschafft, meine Haare zu waschen. Mit beiden Kindern. In Schnelldurchlauf. Aber es hat geklappt. Gell? Er hat zugeguckt, hat eine Rassel bekommen von Leonie. Hallo. Hallo. Ja, heute regnet es mal nicht. Mal gucken, ob wir spazieren gehen. Für die Augen, genau. Elias ging es gestern Abend überhaupt nicht gut. Es war der gleiche Anfang wie bei Corona. Und das? Er hat einfach eine Creme. Er wollte einfach nicht schlafen. Er hat die ganze Zeit geweint. Das war so schlimm. Ist er irgendwann mal eingeschlafen, war aber nach einer Stunde wieder wach und so ging es die ganze Nacht. Also Leonie und Mama machen jetzt eine Kaffeepause. Ich habe jetzt, sie wollte Dora gucken, anstatt Paw Patrol. Ich habe jetzt Dora angemacht. Mag sie auch total gerne. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich habe Kommentare bekommen, dass der Fernseher bei uns oft läuft. Wenn wir mal ehrlich sind, dank diesen Sendungen werden uns Mamas viele Situationen am Tag gerettet. Wie zum Beispiel, man kann in Ruhe auf Toilette gehen und das mache ich jetzt auch. Bei Dora lernen die Kinder zum Beispiel Englisch. Bei Paw Patrol habe ich gemerkt, dass Leonie zum Beispiel sich das abgehört hat, dass... Also sie nennt jetzt ihre Hände nicht Hände, sondern Pfoten, weil sie das bei Paw Patrol hört. Also muss man die Kinder dann korrigieren. Sie denkt, sie hat auch Pfoten. Ja, ist süß, aber wenn sie das dann im Kindergarten sagt, das ist ein bisschen komisch. So, ich habe jetzt vorhin die Wraps hier rausgeholt. Die machen wir heute mit Hackfleisch. Genau, eine neue Wasserflasche muss ich noch holen hinten. Ich warte jetzt aber, denn in 45 Minuten kommen die Kinder. Und dann mache ich das Essen in Ruhe. So, weil sonst muss ich hier hin und her rein. Die Ostersachen habe ich jetzt hier hingestellt. Die muss ich auch noch verräumen hier in die Dekokisten hier hinten. So, wir machen immer zusammen Kaffeepause, weil Leonie trinkt auch Kaffee, gell? Freut sie sich immer total. Ist immer ganz stolz auf ihre Tasse. Du willst auch rutschen? Ja. Mhm. Also wir haben das hier von HelloFresh wieder nachgekocht. Ja, jetzt kommt noch Joghurt drauf und dann ist fertig. Alles ruhig vom Beko. So, nicht die Hand wegdrücken. Leonie, ess nicht spielen mit der Karotte. So, Motor aus, Kind war. Noch nicht ganz. Er bewegt sich schon. Das ist echt krass. Zum Autofahren schlafen sie. Sobald man steht, sind sie wach. Ich bin unterwegs. Ich stehe vom DM. Ich brauche nämlich Milch für den Kleinen. Und ich habe mir gestern so überlegt, wir haben euch ja schon mal im Foodhall einen Tipp gegeben, dass viele Lebensmittel beim DM günstiger sind wie zum Beispiel im Kaufland. Deswegen wollte ich euch jetzt ein extra Video abdrehen und wir gucken mal zusammen, was man so sparen kann, was das hier kostet und dasselbe Produkt beim Kaufland kostet. Und das mache ich jetzt. Da gucke ich jetzt mal, genau. Das ist heute meine Mission. Ich hoffe, der Kleine schläft noch ein bisschen. Und ich glaube, wir brauchen auch Klopapier. Ich muss jetzt mal ganz kurz den Roll schreiben, ob wir Klopapier brauchen. Auf jeden Fall brauche ich Milch. Genau. Das Video lade ich dann auf unseren Zweitkanal, denn da laden wir alles hoch, was mit Essen zu tun hat. Genau. Ich gehe mal rein. Ich glaube, es ist schön leer drin. Entspannt, wenn das Baby schläft. Ja, Klopapier brauchen wir. Das nehme ich jetzt mit. Das ist schon schlimm, ne? Schaut mal. Kurz mit dem.
Kupferpreis. Hier. 3,95. So hübsch. Ich bin lieber baden. Hast du meine Nachricht bekommen? Ja, nur die Sprachnachricht. Ja und? Hast du geguckt? Wir haben kein Klopapier, oder? Ich wollte nicht runtergehen und die Kleine alleine lassen. Deswegen habe ich gesagt zu dir, dass du bitte wenigstens mitbringen sollst. Das wird ja nicht schlecht. Achso, das habe ich nicht gelesen. Ja, ich habe dir geantwortet. Tada! Kein Klopapier, siehst du? Ja, siehst du? Das war gut. Ich wollte nicht runtergehen. Papa hat die Küche sauber gemacht währenddessen. Saugt hier. Also dich kann man öfter alleine lassen jetzt, ha? Ich glaube, er will was. Was will ich? Kuschelst du mit Papi? Ja, ich habe ein Bonbon. Oh. Knistertchen, gell? Ja, und das sind verschiedene Farben. Er hat eine Hose von Leonie an, so süß. Ja, und ich habe gestern eine lila Strumpfhose gekauft und du hast gesagt, ist das nicht irgendwie zum Mädchen? Ja, ich dachte, weil das für Leonie ist. Nein, Quatsch. Weil sonst wäre die Größe zu klein, das dachte ich. Hä, wieso? 86, 92? 86 ist zu klein für Leonie, die hatte schon 100. Für ihn? Ja, ich weiß, ich dachte, ach so, du hättest für Leonie eine gekauft. Nein, 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 du hast doch immer gesagt, er braucht. Nö, also mir ist das egal, welche Farbe er trägt. Ja. Okay. Ja. Hä, die sind oben drauf. Braucht kein Föhn, ja. Du hast ja gestern im Fußball nochmal von Holy erzählt, ne? Mhm. Einige hatten gefragt, ich mache euch einfach den Link mal hier in die Infobox mit dem Rabattcode. Ich hoffe, der gilt. Nachschub. Ich finde Nektarine am besten. Ja, ich habe ja genug Auswahl, wenn wir sind. Ja, das mag ich auch. Am besten. Hier, Raspberry, also Himbeere. Oh, schmeckt sehr lecker. Ja, ist auch schon fast leer. Das ist der Nachfolger also von dem hier. Apfel. Apfel, hier ist Blackberry. Genau, das ist ja ohne Zucker, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ja. 0,10. Also die Zuschauer, die es bestellt haben, Zuschauerinnen, die es bestellt haben, die sind auch zufrieden. Bye. Gott sei Dank. So, ich habe jetzt das Video, was auf unserem Zweitkanal. So, der Akku war leer. Jetzt mal kurz anstecken. Ich habe jetzt endlich mal was gegessen zu Abend. Es ist jetzt 18.20 Uhr. Die anderen haben schon alle gegessen. Ich habe das Video halt geschnitten. Deswegen habe ich jetzt gewartet, bis der Kleine einstürzt, dass ich essen kann. Ich werde Elias später noch baden. Ja, sonst mache ich heute nicht mehr aufräumen, wie immer. Staubsaugen. Ich muss sagen, heute der Tag war wesentlich entspannter wie gestern, Gott sei Dank. Ja, mal gucken, wie die Nacht wird heute. Auf jeden Fall passiert heute nichts, deswegen wollte ich mich verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen, ihr Lieben.